Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Jo, ich habe mir gedacht, ich schieb eine kleine Zwischenaufnahmesession rein, mal so unter der Woche, da die letzte ein bisschen kurz gekommen ist, mache ich jetzt hier mal wieder eine Stunde Aufnahmesession. Wir sind ja in der letzten Folge am Schluss in der Waldabsiedlung angekommen, mitten bei Nacht. Und plündern die erst einmal. Tiermenschenblutpollen. Okay, ganz nett. Ich wollte gerade fragen, ist jemand zu Hause? Als du in das Zentrum des Dorfes gehst, hast du das Gefühl, als würdest du aus allen Richtungen beobachtet werden. Entfernte Schritte hallen von den Mauern des kleinen und vermeintlich verlassenen Dorfes wieder. Ich bin Schicksalsbinder Brenno hier. Ich bin gekommen, um eure Rekrutierung in den Chor zu besprechen. Wenn ihr kooperiert, wird keiner sterben. Nichts sagen, ihr müsst euch nicht verstecken. Ich bin nicht zum Kämpfen hier, ich suche nur das Gespräch. Zeigt euch, je länger ihr mich warten lasst, desto langsamer werdet ihr sterben. Wir gehen mal nicht direkt mit der Tür ins Haus, wir wollen reden. Ein Holzbalken des Hausdachs im Raum knarrt unter jemandes Gewicht. Hinter dir raschelt ein Baum. Wenn ihr euch in euren Häusern verstecken wollt, dann werde ich euer Dorf gerne niederbrennen. Ich bin gekommen, um euch die Erlösung im scharlachroten Chor anzubieten. Ich werde mein Bestes tun, um euch alle zu retten. Bei diesem Unterfangen könnt ihr mir gerne auch helfen. Eine Stimme brüllt vom Hausdach. Geh nach Hause zu deinem Oberherrn, begleitet von einem Kichern. Oh, da wollen ein paar Stress. Tut mir leid, Freundchen, aber lebend kommst du hier nicht mehr weg. Wir werden deinen Koffer in den Norden schicken. Deine Leute sollen sehen, was mit denen passiert, die in unseren Landen einfallen. Okay. Du da oben kriegst gleich mal den da ab. Du gehst auf den Weißen los. Beschleunigen. Halt den Schicksalsbinder schnell durch einen Schub, heilsame Berührung. Und du gibst ihm mal einen Buff. Er könnte sich eigentlich auch selber abbuffen. Und du wirkst mal Schlag des Eisen auf den. Okay, das sah so aus, als ob es weh tut. Hat's auch. Hat nur halt Abklingzeit. Also geben wir gleich mal einen Herzschuss hinterher. Du versuchst den zu fehlen. Du. Wirkungsbereich auf befreundet. Rüstung pro getragenen Rüstungsteil für. Ja, mach das mal auf ihn hier. So, du. Eisenschlag. Nee, das macht der Sch kann Beric nur mit dem Schicksalsbinder zusammen machen. Okay, gehen weiter auf den los. Du heilst dich am besten mal selber. Und dann müssen wir irgendwie den da loswerden. Wirf den mal in eine falsche Grube. Not so fast. Du hast doch 5 Lebenspunkte. Autsch. Right. Bleed out, you little shit. Kannst du bitte den mal ausschalten? Du. Ups, das wollte ich nicht. I'll do it for the den mal ausschalten. Oh Gott,
dark all of a sudden. Okay, das muss doch definitiv besser getimt werden. I'll do it for the North. Der Weise ist jetzt erstmal weg, der nervt nämlich am meisten. So, jetzt können wir beide mal einen starken Angriff auf den machen. None stand in our way. Was auch immer das jetzt genau gemacht hat. Minus 1000 parieren und ausweichen. Let's have it then. Right. Könnt ihr dem mal einen Herzschuss verpassen? Ich lad noch mal neu und versuch's noch mal. Ich muss mich dringend ans Kämpfen hier ein bisschen gewöhnen. So. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ich bin gekommen, um euch Erlösung anzubieten. Da kommen sie wieder, ne? So, Gespräch beenden. Oh, das sollte ich auch mal machen. Automatische Pausierung. Feind gesichtet. Niedrige Gesundheit. Waffe ineffektiv. Außergewöhnliche Verteidigung. Verstecktes Objekt gefunden. Wäre auch nicht schlecht. Ja, das wollen wir speichern. So. Du das auf den. Du das auf sie. Du das auf... Hä? Bereits aktiviert? Nee, du solltest doch auf sie. Und du solltest auf dich selber. So, können wir den da bitte mal schnell ausschalten. Deine Waffe ist ineffektiv. Okay, das Umschmeißen hat nichts gebracht. Und ja, ich glaube, ich nehme das Waffe ineffektiv mal raus. Weil sonst wird ständig pausiert. Und du bitte zieh dich etwas zurück. Du mach den hier. Du bist kaum verletzt. You got it. You will fall before us. Da ist der Bogenschütze. Wer ist denn angeschlagen? Er eigentlich. Can't move. I'm trapped in place. Au, das sieht nicht so gut aus. Das hat mich jetzt nämlich alle umgehauen. Jetzt ist mein Tank gefallen. Ich muss mich wirklich auf den Magier konzentrieren. Sonst ist der viel zu übel. On it.
Und da ich ja jetzt weiß, dass ich in einen Hinterhalt laufe. I will aid you. Buff ich mich vorher schon mal hoch. Right. So. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ich bin gekommen. Gespräch beenden. 4 gegen 4 werden wir ja irgendwie noch hinkriegen. So. Du hau den mal gleich um. Du mach mal gleich was Besonderes. Du auch. Und du... Not a problem, boss. Herzlichen. So, dann... Weiß den mal, dass der nicht zu gefährlich wird. Dann kannst du dich nämlich zurückziehen. Und kannst dich mal selber heilen. As you command. Du da hinten, du willst nerven. Au, das hat weh getan. Mach mal die Begegnungsfähigkeit, um ihn zu heilen. Du kannst gerade nichts. Du kannst dich nochmal stärken. Du bist gestärkt, ja. Heil mal sie. Du frier mal ihn hier ein. So, es ist noch der Bogenschütze übrig. So, sehr gut. Scharlachrote Wüter. Eine scharlachrote Wüterin, die mit der Bronzespitze ihrer Klinge spielt, kommt süffisant grinsend herbei. Sie wird von mehreren Soldaten flankiert. Gar nicht schlecht, ich hätte zwar mit der Hälfte der Schwertschläge den selben Leichenhaufen aufgeschichtet, aber ach, wo sind meine Manieren? Man sollte keine hilfreiche Hand kritisieren, die einem so großzügig gereicht wird. Sie breitet ihre Arme weit aus in einer übertriebenen spöttischen Verbeugung. Du hast meinen größten und aufrichtigsten Dank dafür, dass du diese Vendrien Piepameisen für mich ausgenommen hast. Wie kannst du so verdammt zufrieden sein? Diese Leute hier sind tot. Das sind mehrere Rekruten, die sich dem Chor nicht anschließen werden. Jetzt gibst du dich also zu erkennen. Du bist keine Wüterin, sondern ein Feigling. Gern geschehen. Trotzdem bin ich eigentlich hierher gekommen, um für den Chor zu rekrutieren. Ein Gemetzel hatte ich eigentlich nicht im Sinn. Nehmen wir das Oberste. Wir haben schon, was wir brauchten. Die Willigen. Sie deutete auf mehrere bewaffnete Kämpfer an ihrer Seite. Wir hatten gehofft, ein neues Gesicht könnte den Rest vom Beitritt überzeugen, aber leider nein. Naja, man kann sie nicht alle kriegen, was? Also hast du mich unter falschem Vorwand in Gefahr gebracht. Dafür könnte ich dich einen Kopf kürzer machen lassen. Die Einbrecher waren gerade mal zum Aufwärmen gut. Komm mal einen Schritt näher, damit ich dir dieses Grinsen aus dem Gesicht schlagen kann. Ah, ich scheine deine Möchtegern-Rekruten trotzdem alle getötet zu haben. Tut mir leid. Sie zuckt schmunzelnd mit den Schultern. Sowas passiert ihm. Schau mal, du hast uns einen Gefallen getan. Und es war eine echte Freude, dich kämpfen zu sehen. Wir werden hier aufräumen. Die Wüterin nickt lebhaft und als sie dich erneut anspricht, ist sie für kurze Zeit ernst. Ich danke dir für deine Unterstützung, Schicksalsbinder. Ja, nichts zum Plündern für mich.
So, zum Glück gibt's Auto-Heal. Wir haben halt nur jeder eine Wunde. Also mindestens eine. Ja. Dem war bewusst, dass ich in eine Falle laufen würde. Wie viele Wunden habe ich denn? Eine Wunde und sie hat auch eine Wunde. Gut. Sei es drum. Wir gucken mal, was wir hier finden. On the lookout. I got it. Und ja, ich schleich mal, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie das in diesem Teil ist mit Gegenständen entdecken. Ob man die Sachen eben nur entdeckt, wenn man schleicht, oder ob man sie auch so entdeckt. Scheinbar jedoch nicht. Gruppen-KI ein- und ausschalten. Gruppe verteidigen.